Ja, herzlich willkommen im Museum Kunst der Westküste. Wir befinden uns jetzt in der Ausstellung Seestücke, Fakten und Fiktionen, die Sie ja leider nicht sehen können, aber wir möchten Sie trotzdem Anteil nehmen lassen an dieser ganz tollen Schau. Wir sind jetzt im dritten Saal und das Ausstellungskonzept sieht vor, dass in diesem Raum hier, wo Werke sind von Julius von Bismarck, Miguel Rothschild, Sven Drühl und, wie hier im Hintergrund zu sehen, von Moritz Hirsch, Werke dargestellt sind, die einen Romantikbezug haben, also zeitgenössische Künstler, die sich mit dem Beginn der modernen Landschaftsmalerei beschäftigt haben, mit Werken von Caspar David Friedrich und Johann Christian Dahl. Ja, Moritz Hirsch rekurriert auf ein wichtiges Werk der deutschen Romantik, auf Caspar David Friedrichs Gemälde Mönch am Meer. Übrigens hat Moritz Hirsch in dieser Fotografie, auf die ich gleich zu sprechen komme, genau dasselbe Bildformat auch gewählt. Bei Caspar David Friedrich sehen wir eine untere Bildzone, die dem Strand vorbehalten ist. Am Strand steht ein dunkel gekleideter Mönch und blickt auf das dunkle Meer. Der Horizont liegt sehr tief und darüber erhebt sich eine blau-graue Himmelszone und am Firmament reißt die Wolkendecke bereits auf. Also trotz der sehr mystischen Stimmung verheißt das Bild auch Hoffnung. Dieser Mönch ist immer auch mit dem Verdikt der Einsamkeit beschrieben worden, weil um ihn nur einzelne Möwen kreisen. Das sind die einzigen Lebewesen, die auf dem Bild zu sehen sind. Kommen wir jetzt zu Moritz Hirsch. Er greift genau dieses Motiv auf, versetzt es natürlich aber auch in heutige Aktualität. Wir sehen einen, ja, nicht mehr Mönch, sondern einen Scheich. Dieser Scheich geht entlang des Meeressaumes. Auch hier ist der Küstensaum auf die untere Bildzone hin konzentriert. Es ist kein unmittelbar sauberer Strand, ganz im Gegenteil. Wir sehen hier Plastikmüll, der angeschwemmt worden ist. Und auch der Scheich hat einen ganz anderen Ausdruck, als wir ihn bei Caspar David Friedrich vorfinden. Der Mönch, der noch eben ganz vertieft, melancholisch auch auf das Meer blickte, ist hier nun einem Kuwaiti gewidmet, der ja am Handy ist, der über sein Mobilfon den Kontakt zur Welt hält, also eben keineswegs in der Einsamkeit begriffen ist. Und ich finde es sehr schön, dass diese Künstler in dieser Ausstellung eine Neuinterpretation auch dieses großen, vielschichtigen Werkes von Caspar David Friedrich vornehmen und die Modernität eben eines Seestückes auch hier formulieren.